Ich begrüße euch ganz herzlich hier von der Strecke Rhein-Ruhr-Osten aus der Baureihe 110 in einem Szenario von meinem guten Freund, dem Tom. Der Link zu dem Szenario ist in der Videobeschreibung verfügbar im Creators Club. Wir stehen hier gerade in Wuppertal und fahren auf dem RE4, hier die S-Bahn. Der müsste jetzt gleich auch sich in Bewegung setzen. Der Intercity fährt auch gleich ab. Ich würde sagen, wir gehen mal rein in den Führerstand und rüsten mal soweit auf. Fahrtrichtungswende in die Neutralstellung. Einmal hier den Bremsschlüssel eintüren, können wir schon mal auf der rechten Seite öffnen. Dann ziehen wir mal die direkte Bremse an, die Lokbremse, und lösen die Zugbremse. Schalten die PZB ein, können wir auch einfach mit Steuerung Enter machen. So, an ist sie. Die S-Bahn fährt jetzt gerade auch aus. Okay, sehr schön. Instrumentenbeleuchtung machen wir uns noch an. Das Licht ist unverhältnismäßig stark. Das Doofe ist, dass wir daran nichts wirkliches ändern können, weil die reduzierte Beleuchtung funktioniert leider nicht. Der springt immer wieder zurück. Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder ein Bug ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber dann müssen wir jetzt mal leider mit diesen Strahlern hier fahren. Aber das ist dann wohl so. So, Fahrtrichtungswender geht noch in Vorwärtsstellung. Dann sind wir soweit abfahrbereit. Schauen einmal hier aus dem Fenster, ob die Türen alle zu sind. Das scheint der Fall zu sein. Der Intercity da vorne ist auch schon ausgefahren. So, und wir setzen uns in Gang, lösen die direkte Bremse und hauen mal die ersten zwei, drei Fahrstufen rein und fahren los. So, wir dürfen ausfahren theoretisch mit 50, das heißt, wir befreien uns mal. Und ab da sogar 60. Ja, das ist unser Zug, Baureihe 110. Mit N-Wagen, Fuhrpark und hinten dran noch ein Steuerwagen. So, da kommt noch eine 612er in Doppeltraktion. Können wir einmal hier anleuchten. Und zudem eine kostenlose Augenlaseroperation geben. So, Fahrmotorlüfter springt an. Und ab hier dürfen wir dann 100 fahren. Wir halten in Wuppertal-Barm. Da kommt auch schon wieder KI-Verkehr. Das kennen wir aus den Szenarien von Tom. KI-Verkehr ohne Ende. Und wirklich auch guter KI-Verkehr. So, gehen wir mal ein bisschen hier leistungstechnisch rein. Wir wollen ja nicht zu sehr trödeln. Ich glaube, das Signal ist sogar für uns. Dann nehmen wir mal die Fahrstufen wieder runter. Und haben dann noch Halt zu erwarten. Das wird natürlich bestätigt. Jawohl. Oh, das Halt zu erwarten ist auf jeden Fall noch vor. Na, war ein bisschen sehr früh zum Halten gekommen. Das Halt zu erwarten ist auf jeden Fall noch vor dem Bahnhof in Wuppertal-Barmen. Hier auch gut was los. Ja. Ach, herrlich, die 110er. Einheitslok. Einfach schön gemacht. Einfach wunderschön gemacht.
definitiv, Stand jetzt, einer meiner, oder vielleicht die Lieblingslok im TSW. Das wird sich vermutlich noch ändern, wenn die Baureihe 103 mal im TSW draußen ist. Dann wird die sicherlich den Platz der 110 einnehmen. Aber gut, gegen eine 103 kommt halt auch sonst keine Lok wirklich an. So, dann. Da vorne ist das halt zeigende Hauptsignal. 500 Hertz Magnet. Ah, sehr schön. Müsste jetzt eigentlich schon aus sein, denn das Signal ist gerade umgesprungen. Genau, 500er geht nicht an. Wir sind aber weiterhin in 85er Einschränkungen. Und da vorne, das Signal müssen wir eh wieder bestätigen. Also lohnt es sich gar nicht, sich zu befreien. Ich glaube, das dürfen wir jetzt auch gar nicht. Ich bin übrigens kein echter Lokführer. Insofern seht es mir nach, wenn ich ab und an mal Sachen erzähle, die vielleicht nicht ganz der Realität entsprechen. Ich gebe mein Bestes, aber der Beruf der LokführerIn ist natürlich ein hochprofessioneller und mit ein wenig im Simulator abhängen wird das nichts. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. So. Ja, wir haben anscheinend kein haltzeigendes Signal. Also laut HUD ist das nächste Hauptsignal schon grün. Eieiei. Hier S-Bahn auf der einen Seite, ICE-3 auf der anderen Seite. Oh, sehr gut. Sogar mit Regenbogenlackierung. In Doppeltraktion. Komisch, dass beide die Regenbogenlackierung hatten. Naja. Eigentlich ist es ja nur einer. Aber okay. So, da vorne ist auch der Bahnsteig. Und dort halten wir dann jetzt gleich. Ah, N-Wagen. Sind die nicht schön? Oh, ich muss euch gleich noch eine Mod zeigen bezüglich der N-Wagen. Zeige ich euch gleich hier am Bahnsteig. Die ist auch ziemlich hübsch. Habe ich jetzt gar nicht so explizit vorgestellt. Ist aber eine ganz nette Mod. Ah, da sind schon wieder diese Bahnsteigsmarkierungen. Sorry, da muss ich einmal ganz kurz ins Menü gehen und die mal wieder ausstellen. Ich finde es grauenvoll, dass sich TSW einfach nicht merkt, was für Einstellungen man hat. Ja, besser. So, wir gucken, dass wir mal bis zum Signal vorhuschen. Wir können uns auch übrigens schon befreien. So, und gucken, dass wir jetzt mal langsam zum Stehen kommen. Türen links auf. Dann zeige ich euch mal eben kurz die Mod bezüglich der N-Wagen. Und zwar ist das so, dass hier, wir haben jetzt hier zweite Klasse Wagen. Zweite Klasse. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ja, alles zweite Klasse Wagen. Komisch. Also bei der Mod ist es so, dass einige Wagen dann ausgetauscht werden, dass man auch zum Beispiel erste Klasse dran mit drin hat. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal in das Interieur reingehen, übrigens ist das Licht im Passagierraum aus. Ja. Wir haben jetzt hier diese DBM, diese mintgrüne Lackierung, man kennt das. Schalten wir mal ganz kurz das Licht an. Zuglicht ein, Wagenlichter ein. Na, gehen wir hier einmal ganz kurz raus. Ach, wir können die gar nicht raus. Dann ist das auch so, dass bei einigen Wagen zufälligerweise ein anderes Interieur geladen wird. Und zwar... Ach, das funktioniert hier nicht im Szenario. Och Mann. Ja, dann hätten wir zum Beispiel jetzt auch diese blauen Sitze gehabt, aber anscheinend geht das nicht im Szenario. Ich zeige euch das wann anders mal, diese Mod bezüglich der N-Wagen. Okay, Türen wieder zu. Wir müssen jetzt mal langsam weiter.
Da kommt auch schon der nächste Kollege oder die Kollegin. Einmal grüßen. Ehrlich gesagt, könnte die Umgebung hier noch ein bisschen mehr Wolken vertragen. Hoch. Wieso sind die Türen noch auf? Oh ne. Achso, das ist nur dieser komische Grafikbug, der da manchmal auftaucht, dass die Türen irgendwie nicht so ganz schließen. So. Gucken wir mal, dass wir das Oberstromlimit jetzt nicht hier ausreizen. Allerdings müssen wir jetzt auch mal langsam hier weiter und vorankommen. Wir halten als nächstes in Oberbarmen, 1,8 Kilometern. Ja, wie gesagt, das Szenario vom lieben Tom Fresco. Und der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Auch spielbar auf der Konsole, auf dem PC und auf dem Nintendo DS. So, wir nehmen schon mal die Leistung raus. Allzu weit ist es jetzt nicht mehr. Ein bisschen Leistung geben wir nochmal. Dass wir jetzt nicht allzu langsam unterwegs sind. Da bin ich bis heute fasziniert, dass DTG einfach offiziell die Lizenz von Bauhaus hat. Finde ich einfach witzig. So. Sind mit 60 hier am Bahnsteigsanfang. Der Bahnsteig ist recht lang. Das ist sehr dankbar. Und bremsen jetzt mal. So, Bremszylinder füllt sich. Ein Bar ungefähr. Noch ein bisschen mehr. Jetzt sind wir bei einem Bar. Und ich glaube, jetzt können wir mal langsam zum Stehen kommen. Okay, Türen auf. Hier steht auch wieder eine S-Bahn, Baureihe 422. Oh, das ist ganz, ganz schön mit der Schwebebahn im Hintergrund. Also übrigens glaube ich, diese die Schwebebahn, die hier als Belohnung freigeschaltet werden kann. Diese königliche Schwebebahn. Ja, und weg ist er. Das ist aber auch schön. Das gefällt mir. So, Türen zu. Türen sind zu. Da vorne kommt auch schon eine Kollegin oder ein Kollege. Bremszylinder ist leer. Und wir schalten Leistung auf. Wir grüßen einmal. Huch. Ja. Ja. Statt den Fahrstuhl. Ich wollte eigentlich hier die Signalleuchten verwenden und nicht. So, wir bremsen einmal rein. So, Fahrtrichtungswender muss, glaube ich, in Neutralstellung sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann einmal den Hauptschalter wieder rein. Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung. Bremsen dürften jetzt gelöst sein und jetzt können wir hoffentlich weiterfahren. Jawohl.
Ja, jetzt habe ich einmal versehentlich den Fahrstufenregler verwendet statt das Abblendlicht. Ach, herrlich, wie viel KI-Verkehr unterwegs ist. Als nächstes halten wir in 5 Kilometern in Schwelm. Endlich können wir mal ein bisschen hier die Geschwindigkeit ausfahren. Vmax 140. Ja, die Lok schafft nicht mehr als 140 und die Wagen übrigens auch nicht. Gibt es N-Wagen, die auf 160 km/h ausgelegt waren? Ich glaube nicht, ne? Die schnellsten N-Wagen fuhren 140. Wir dürfen auf jeden Fall jetzt 130 fahren. Da wartet sogar noch ein Güterzug. Finde ich schön. Hier von der SBB. Der Alpezema RE482. Sehr schön. So. Fahrstufen rein. Kleine Parallelfahrt mit der S-Bahn, wenn wir Glück haben. Man sieht übrigens schön, wie jetzt, wenn wir jetzt eine Fahrstufe aufschalten, dass der Oberstrom in die Höhe schnellt. Bei den niedrigeren Fahrstufen sehen wir das nicht so krass. Ja, das ist im Grunde genommen... Ja, das lässt sich im Grunde genommen erklären mit der Einsteinschen Relativitätstheorie, dass bei höheren Geschwindigkeiten immer mehr Leistung erforderlich ist, um weiter zu beschleunigen. Und man theoretisch, wenn man Lichtgeschwindigkeit erreichen möchte, unendlich viel Energie dafür braucht. Und hier sehen wir das im Grunde genommen auch so im kleinen Maßstab, dass wir jetzt hier, dass hier viel, viel mehr Oberstrom angezapft wird, um in höheren Geschwindigkeitsbereichen noch mehr zu beschleunigen. So, 2 Kilometer noch. So, das ist die Ankündigung auf 130. So, einmal Leistung runter. Wir sehen, die Fahrstufen müssen erstmal runtergeschaltet werden. Ich glaube, vorher ist es schlecht, mit dem Bremsen anzufangen, weil theoretisch ja immer noch in diesem Bereich eine Leistung aufgeschaltet wird. Und jetzt müssen wir mal langsam echt in die Eisen gehen. Wir halten an. Huch, hier sind ja gar nicht die Rücklichter an. Schaffen wir das mit der fliegenden Kamera? Das wäre richtig gut. Nein, wir kommen nicht in den Führerstand rein. Ach, doof. Okay. Auch gar kein Zuglaufschild hier. Okay, Türen zu.
Gut, die Türen können wir jetzt hier nicht wirklich einsehen. Und auf geht's. Also, ihr seht das hier, was ich gerade eben erklärt habe. Wir sind hier noch in so einem ganz, ganz niedrigen Bereich des Oberstroms, wenn wir Leistung aufschalten. Aber wenn wir dann bei höheren Geschwindigkeiten Leistung aufschalten, sind wir in viel höheren Oberstrombereichen unterwegs. Weil wir einfach viel mehr Energie benötigen, um in höheren Geschwindigkeitsbereichen weiter zu beschleunigen. Physik, ne? 3,8 Kilometer. Dort halten wir dann im Ennepetal. Wir dürfen 130 fahren, beziehungsweise das ist die Ankündigung auf 120. So, was kommt uns da entgegen? Sieht aus wie ein Güterzug, eine 185. Ohne DB-Keks, wo ist der denn hin? Der ist wohl abgefallen. Den hat jemand geklaut. Wie diesen Leibniz-Keks. Uiuiui, der Baum ist aber... Der wackelt aber gefährlich. Übrigens, diese Güterwagen, die jetzt hier in anderen Lackierungen unterwegs waren, das ist auch irgendwo eine Mod. Ob hier gelten die 120. Gehen wir mal hoch auf die 120. So. Dann einmal den Fahrstufenschalter runter. Denn wir sind auch ein bisschen zu schnell unterwegs. So, und jetzt ein bisschen mal bremsen. Das war natürlich nicht so gut, dass wir jetzt fast 10 km/h drüber sind. Wir können eigentlich die Bremsen drin lassen, weil wir in ein bisschen mehr als einem Kilometer anhalten müssen. Ah, immer noch eine wirklich sehr schöne Strecke, ne? Rhein-Ruhr-Osten. Leider die Gleise etwas schlecht verlegt so an sich, aber die Szenerie finde ich ganz hübsch. Also man hüpft so ein bisschen auf den Gleisen, die Kurven sind etwas hart, aber ja, Intercity. Na, noch nicht anhalten. Habe ich einen vergleichsweise langen Zug. So, und der Bahnsteig scheint recht kurz zu sein. So, mit der Lok ein bisschen drüber. Ach, passt perfekt. Passt der Zug auch gesamt rein? Ja. Da war noch genug Platz. Scheint keinen Unterschied zu machen. Können wir eigentlich das Ebola hier anschalten? Ich frage mich, ob die 110 für Koblenz-Mainz eigentlich ein Ebola drin hat. Theoretisch dürfte sie es nicht drin haben. Gab es ja damals noch nicht. Ja, 97.
So. Türen zu, hören wir uns jetzt einmal an. Herrlich. Hui, hallo. Bremsen lösen. Wunderschön. Und ab geht's. Die Tür. Da ist wieder dieser Anzeigefehler. So. Mach mal die Führerstandsbeleuchtung an, dann sehen wir ein bisschen mehr. Wir dürfen auf die 120 hoch und halten dann an unserem letzten Halt in Hagen. ...140 dürfen wir dann ab hier fahren. ICE auch schon wieder in der Lackierung. Also ich glaube nicht, dass das vom Tom so angedacht war. Das wird wohl irgendwas anderes sein. So hoch auf die 140. So, schon mal den Fahrstufenschalter runter, dass wir nicht über die 140 beschleunigen. So, und dann würde ich mal sagen, hier so die Fahrstufe, na, nehmen wir mal komplett raus, weil das eh bergab geht. Und dann können wir eigentlich hier die dynamische Bremse nutzen, um ein wenig nachzujustieren. Okay, so richtig kommt die nicht hinterher. War doch jetzt, oder? Nee. So, Signal ist grün. Sehr schön. Okay. Ankündigung auf 100. Da gehen wir mal runter mit der Geschwindigkeit. Und
muss natürlich nicht bestätigt werden. So, 100 sind erreicht. Bremse lösen. Und wir haben langsam Fahrt zu erwarten. Das wird dann bestätigt. Und dann bremsen wir schon mal rein. So, schauen, dass wir die Bremskurve einhalten. Na, das war ein bisschen sehr abrupt. Was erwarten wir denn da? 70? Ne, das glaube ich nicht. Gehen wir mal auf die 40. Vermutlich werden wir jetzt gleich über irgendeine Weiche geschickt. Links noch eine S-Bahn. Über irgendeine Weiche geschickt, die der TSW da irgendwie die Geschwindigkeit dafür nicht erkennt. Und der möchte, dass wir dann mit 70 über eine Weiche fahren, über die man vielleicht maximal mit 40 fahren sollte. Dass der Vorsignalwiederholer wird bestätigt. Und wir haben eine Zwangse. Warum? Hertz? Warum war denn jetzt der 500 Hertz Magnet an? Das habe ich nicht verstanden. Habe ich einen Fehler gemacht? Oder liegt der Fehler beim TSW? Der dürfte doch gar nicht an sein. Ich meine, das Signal zeigt ja Langsamfahrt. Na, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass wir jetzt in der 500 Hertz Beeinflussung sein müssen. Das kann doch nur ein Bug sein, oder? Vielleicht sende ich mal DTG dieses Video. Dass die sich mal diesen Bug angucken. So, jetzt müssen wir, glaube ich, unter... Wieso steht er da unter 24? Ich müsste ja theoretisch unter 25 bleiben. So. Das bestätigen wir. So, 500 Hertz Magnet ist wieder aus. Naja. Was wäre eine Fahrt ohne Zwangsbremsung, ne? Schön, wie der Zug hier schlängelt. Schlängelnde Züge, das liebt man doch. Grüße gehen raus an Heisenberg Zockt. Er liebt das wie kein zweiter. Während wir hier in den Bahnhof von Hagen einfahren. Eine S-Bahn, da vorne auch nochmal. Ja. So, da vorne, das Signal ist schon für uns, ja. Gucken wir mal, dass wir das Signal nicht überfahren. Na, das war jetzt ein bisschen sehr weit weg. Okay, wir sind zum Stoppen gekommen. Der ganze Zug am Bahnsteig? Oh, das hat sogar gepasst. Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, dann verabschiede ich mich. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen. Bedanke mich bei meinem guten Freund Tom für das Szenario.
dass es öffentlich zur Verfügung gibt im Creators Club. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, alles Liebe. Ciao.